Der Digital Health Hub Erlangen-Nürnberg besteht aus drei Playern. Das ist einmal der Zollhof in Nürnberg, das ist das Medical Valley in Erlangen und die Health Hacker in Erlangen. Im Hub in Nürnberg-Erlangen verhelfen wir Digital Health Innovationen auf den Markt zu kommen. Das heißt, wir helfen Talenten, gute Ideen zu finden, Technologien zu entwickeln, die dann beim Kunden zu platzieren und dann letztendlich mit Venture Capital auf den Markt zu bringen. Wir haben hier 31 Tech-Startups aus ganz Deutschland, die wir unterstützen. Und wir helfen dabei, bis zur Validierung zu kommen. Das heißt, wirklich das Produkt zu entwickeln und dann mit dem ersten Investment auf den Markt zu gehen. Wir helfen hier mit Office Space. Das heißt, man kann bei uns hier wirklich arbeiten vor Ort. Wir haben ein sehr breites Partnernetzwerk von etablierten Unternehmen, aber auch von vielen Mittelständlern, wo man auch wirklich direkt den Marktzugang bekommt, den ersten Kunden findet. Also Digital Health ist in der Region eigentlich schon ganz lange ein Thema. Und wir stehen eigentlich schon lange für das Thema Innovation im Gesundheitsbereich. Das Medical Valley in Erlangen ist schon seit vielen Jahren da unterwegs und ist wirklich Vorreiter im Bereich Digital Health. Wir haben über 500 Unternehmen, mehrere Millionen schon an Venture Capital vermittelt. Daher ist es ein super Standort, um hier zu starten und um auch international zu skalieren. Hier im Digital Health Hub in Erlangen-Nürnberg wollen wir gezielt Akteure, die im Bereich Medizin, Medizintechnik tätig sind, zusammenführen, um neue Innovationen im Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. Erlangen ist deswegen ein idealer Standort für Digital Health, weil wir hier auf mehr als 500 Unternehmen im Bereich Medizintechnik zurückgreifen können und mehr als 60 Forschungseinrichtungen, die Digital Health betreiben. Und das Schöne daran ist, man kann alle mit dem Fahrrad erreichen. Wir zielen hier darauf ab, in Erlangen digitale Patientenpfade spezifisch auf Erkrankungen zu entwickeln, um dem Patienten einen Mehrwert in der Gesundheitsversorgung zu liefern.